Professor Berlet, ein Jahr nach unserer ersten Covid-19 in der Praxissendung wollen wir mit dieser Folge Bilanz ziehen. Wie haben Sie die vergangenen Monate erlebt und was ist Ihre persönliche Bilanz? Naja, meine persönliche Bilanz sieht so aus, dass sich extrem viel geändert hat. Für uns alle natürlich im Alltag, aber auch ganz speziell für mich in meiner beruflichen Tätigkeit als Generalsekretär der DGN, weil ich praktisch ja tagtäglich mit Themen aus dem Umfeld von Covid-19 zu tun habe. Die regelmäßige wöchentliche Berichterstattung über neurologische Probleme im Zusammenhang mit Covid-19 ist da eigentlich das Hauptthema. Aber wir lernen ja ständig dazu und haben jetzt ja mit Beginn der Impfkampagne auch erstmals eine ganz gute Möglichkeit, etwas gegen diesen Erreger zu tun. Nur leider zeigen die letzten Wochen, dass auch das Impfen nicht ohne neurologische Probleme abgeht. Das heißt, auch da sind wir wieder als Neurologen und als DGN gefordert. Sie erwähnten ja gerade, dass Sie als Generalsekretär für die Deutsche Gesellschaft für Neurologie tätig sind. Hier sind Sie auch federführend an der Leitlinie für neurologische Manifestationen bei Covid-19 beteiligt. Welche Kernaussagen trifft das Dokument, die Sie jetzt hier kurz zusammenfassen können? Was wir sagen können, ist, dass sowohl bei den leichten Verläufen von Covid-19, vor allem aber natürlich bei den Patienten, die stationär aufgenommen werden müssen, neurologische Probleme häufig sind. Bei den leichten Verläufen sind es vor allem die Riech- und Schmeckstörungen, die auch länger anhalten, die Betroffenen betreffen und durchaus ja an die Lebensqualität erheblich einschränken können. Hinzu kommen auch nach leichteren Verläufen, und das ist etwas, was wir erst im Laufe der Pandemie gelernt haben, die sogenannten Post-Covid-Beschwerden, das heißt eine vermehrte Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Fatigue und neurokognitive Probleme, also Schwierigkeiten mit Konzentration, Gedächtnis und Aufmerksamkeit, wo wir im Moment dabei sind, über große Register herauszufinden, was sind die Pathomechanismen dahinter und vor allem, was kann man dagegen tun. In der Leitlinie haben wir uns natürlich vor allem beschäftigt mit den Manifestationen, die bei schwereren Verläufen in der Klinik auftreten können. Und da ist es tatsächlich so, dass bei etwa jedem dritten Patienten neurologische Manifestationen sich zeigen. Noch häufiger bei Patienten, die intensivpflichtig werden, da ist es jeder zweite. Was sind die Symptome, die wir da sehen? Zum einen das Bild der Enzephalopathie, also der diffusen Hirnschädigung, was sich häufig in der Klinik dann unter dem Bild des Delirs, des akuten Verwirrtheitszustandes zeigt, aber auch zerebrovaskuläre Komplikationen, vor allem zerebrale Ischämien, also ischämische Schlaganfälle, aber auch Blutungen können auftreten. Und dann haben wir natürlich noch die ganze Palette der peripheren neurologischen Manifestationen, allen voran das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, aber auch die Critical Illness, Neuro- und Myopathie, also die Schädigung von peripheren Nerven und Muskeln durch die intensivmedizinische Behandlung. Und diese verschiedenen Manifestationen müssen im klinischen Alltag auseinanderdividiert werden, sodass wir mit dieser Leitlinie sehr früh dafür plädiert haben, dass Neurologen mit ans Krankenbett gehören, wenn ein Patient mit Covid-19 stationär aufgenommen wird. Der Folgentitel der 8. Sendung ist ja, was macht Angst? Sollten uns die neuesten Erkenntnisse zu neurologischen Langzeitfolgen tatsächlich Angst machen? Und was ist grundsätzlich Ihre Haltung zur Long-Covid-Debatte? Es ist so, dass wir jetzt erste Studienergebnisse haben zu diesen möglichen Langzeitfolgen von Covid-19. Es ist relativ klar, dass man das nicht alles in den Bereich der Psychosomatik schieben darf und sollte. Natürlich ist es so, dass eine stationäre Behandlung wegen Covid-19, womöglich sogar eine intensivmedizinische Behandlung, eine ganz erhebliche Belastung für die Betroffenen darstellt. Aber wir haben
tatsächlich auch Hinweise darauf, dass eine Störung des Immunsystems dabei eine Rolle spielen könnte. Anhand von Blut- und Nervenwasserbefunden kann man das sagen. Und es gibt Befunde in der Positronenemissionstomographie, also Hirnstoffwechseluntersuchungen, die zeigen, dass tatsächlich auch noch einige Monate nach Covid-19 der Hirnstoffwechsel gestört sein kann. Die gute Nachricht ist, dass das Ganze in aller Regel nach einem halben bis einem Jahr abklingt. Aber wichtig ist es natürlich, dass wir herausfinden, was sind die genauen Pathomechanismen, um dann auch gegebenenfalls gezielt etwas dagegen tun zu können. Unsere Sendung richtet sich ja konkret an Hausärzte. Aus Ihrer Perspektive besteht hier Bedarf, hinsichtlich neuer Covid-19-bedingter Krankheitsbilder die Praxen besser zu unterstützen? Also ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass die Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner das Gespräch mit den Patienten sehr intensiv suchen, sich die Beschwerden anhören und dann auch gezielt solche Betroffenen weiterleiten. Im Vordergrund stehen ja häufig erstmal nicht die neurologischen Probleme, sondern die Kurzatmigkeit aufgrund der Lungenerkrankung. Aber wenn dann neurokognitive Schwierigkeiten hinzutreten, macht es schon Sinn, diese Patientinnen und Patienten zur Fachärztin, zum Facharzt weiterzuleiten, damit eine gezielte Diagnostik in die Wege geleitet werden kann. Professor Belt, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben.